Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen World of Warships Video. Ja, und wir setzen unsere Serie der Stufe 6 Schiffe momentan gerade fort ein bisschen. Und zwar wurde die Bitte an mich herangetragen, Stufe 6, 7 und 8 Schiffe der Deutschen, Kreuzer der Deutschen, mal herzuzeigen. Und auch wenn ich sie zum Teil, nämlich glaube ich schon habe am Kanal, möchte ich dieser Bitte tatsächlich nachgehen. Mal schauen, wie gut das funktioniert und wann das funktioniert. Aber jetzt passend dazu eben die Nürnberg, Stufe 6 Kreuzer. Und ja, Besonderheit, ich hatte tatsächlich, wie ihr sehen könnt, die Credits noch gar nicht. Jetzt hätte ich sie wieder für hier. Aber in der Runde sind wir ohne diesen Verbesserungen unterwegs. Also nur mit den ersten beiden. Und ich habe einen neuen, unter Anführungszeichen, neue Stufe mit nur 10 Punkten, nur Kapitän verwendet hier auf der Nürnberg. Das Wichtige war tatsächlich die Verborgenheit zu verbessern. Mehr braucht es jetzt nicht, ist jetzt auch nicht keine gute Skillung, also bitte nicht kopieren. Da gibt es andere. Sie ist gar nicht schlecht, aber hier die Schießgrundausbildung ist meiner Meinung nach, bringt hier nicht wirklich viel. Da wäre der Sprengmeister deutlich besser. Deutlich, deutlich besser. Deswegen. Ja, ich glaube nämlich tatsächlich, der ist deutlich, deutlich besser, wäre der Sprengmeister in dem Fall. Weil die Artillerie ist 150, das heißt, da bringt sich der Bonus, bringt da nicht wirklich was. Der bringt ein bisschen Flugabwehr, die aber nicht so gut ist, dass ich sie verbessern würde. Ist von irgendwo anders, habe ich mir den ausgeborgt. Und deswegen ist er so geskillt, wer geskillt ist. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Wir schauen jetzt in die Runde. So, ja, da sind wir jetzt in der Runde und wir haben ein Stufe 6 bis Stufe 8 Match, was leider tatsächlich mit Stufe 6 gefühlt sehr oft passiert, aber okay, gehört dazu. Wir sind auf der Karte zwei Brüder in einem Standardgefecht. So. Dann sind wir mal in der Runde und wie immer am Anfang schauen wir uns ganz schnell zu Nürnberg, auch wenn es nicht das erste Video ist, das Schiff ein bisschen an. Wir sehen eine Besonderheit nämlich gleich mal und da fangen wir mal mit den ersten Infos an. Wir sehen hier hinten zwei Drillingstürme und vorne nur einen. Das heißt, die Nürnberg ist tatsächlich hinten stärker ausgerüstet mit Geschützen als vorne. Und deswegen eignet sie sich nämlich tatsächlich auch recht gut zum Kiten, also zum Defensiven, eigentlich im Flüchten, wenn man so will, kann die Nürnberg da recht gut, recht gut entkommen, sage ich mal, oder das recht gut machen. So, wir haben ein paar Situationen hier in diesem Match, die dann recht interessant meiner Meinung nach sind. Und ja, wir schauen uns jetzt hier nochmal ein bisschen so dieses Schiff an, tatsächlich klippt hier leider im Replay ein bisschen weg. Ziehen wir auch da auf der Seite, nämlich da, wenn ich das jetzt nochmal übernehme und nicht nur ganz so nah, da sehen wir das jetzt hier tatsächlich recht gut, diesen Torpedowerfer, einen Drillingswerfer auf jeder Seite. Typisch deutsch, 6 Kilometer in dem Fall, sind ja, 13.700 Schaden bei 64 Knoten, ist nicht so schlecht, sind halt nur 6 Kilometer, das ist da ein bisschen das Problem. Die Sache mit den Torpedos, da sind wir jetzt auch gleich bei der zweiten Sache noch und vielleicht kurz im Spiel. Ich fahre jetzt mal hier an diese Kante von dieser Insel hier. Das ist immer eine gute Stelle, um als Kreuzer, ja, ich will nicht sagen unerkannt, aber recht halbwegs sicher sich, ja, aufzuhalten. Gut, und zwar die Torpedowerfer. Und zwar, ich bin mir jetzt nicht sicher, wie ich... Sehr sicher. Wir haben an sich nämlich zwei Werfer auf jeder Seite, nämlich zwei Dreierwerfer, das heißt sechs damit auf jeder Seite. Allerdings, wenn man den letzten Rumpf nämlich einbaut, das ist der C-Rumpf, man hat hier tatsächlich drei verschiedene zur Auswahl, A, B und C. Wenn man den letzten einbaut, dann, und ich hoffe, ich vertue mich jetzt nicht, wenn wir uns das jetzt nochmal anschauen, dann müsste... Hier nehme ich mal an, ich kann es euch jetzt nicht gut zeigen, aber hier hinten, wo jetzt Flugabwehr ist, da in der Mitte unter diesem runden Turm, ich glaube, dass hier der zweite Werfer dann normal wäre und den tauscht man aus. So,
Im Spiel geht es auf jeden Fall schon mal los auf hier eine Fushun. Und wir sehen natürlich entdeckt, weil hier die Gatchamada und die Fushun, wobei bei der Fushun bin ich mir nicht sicher, aber die Gatchamada natürlich auf der anderen Seite, die hätte uns entdeckt. Allerdings durch den Nebel von unserer Shinonome jetzt unentdeckt. Und hier haben wir noch eine Normandie. Momentan schaut's, wir haben bei uns die Shinonome, die Gaede, die Dallas, die neuen North Carolina und uns. Eine Hippa in der Mitte irgendwie, das ist immer ein bisschen gefährlich, wenn die Leute in die Mitte fahren. Und bei den Gegnern allerdings, wenn wir jetzt mal schauen, wir haben eine Colorado, eine Normandie, schon mal zwei Schlachtschiffe gegen bei uns eines. Zusätzlich haben wir Gatchamada und Fushun, das gleicht sich aus mit unseren zwei Zerstörern. Und wir haben eine Grafspee, Hippa und Aoba. Bei den Gegnern sind drei Kreuzer gegen bei uns, momentan Dallas, uns und die Charles Martel so ein bisschen vielleicht, die ist so bei uns hinter uns in der Nähe. Also die Gegner haben momentan ein Schlachtschiff mehr, was natürlich gefährlich ist. Und unsere Hippa fährt jetzt in der Mitte rein. So, in momentan recht gut unentdeckt, offensichtlich Shinonome spottet da ganz gut. Wir können hier wunderbar über diese Insel, allerdings jetzt, da kommt jetzt hier diese Fushun rein. Und die spottet auch gleich, beziehungsweise entweder sie oder die Normandie im Hintergrund. Bin mir jetzt natürlich nicht sicher, dafür hier gar nicht so schlechte Treffer. Allerdings jetzt sehen wir sie zumindest nicht mehr. Und da, ja, ich bin inzwischen natürlich, ich muss jetzt hier weg, da bin ich natürlich jetzt hier sehr gefährdet. Deswegen versuche ich jetzt hier wieder hinter diese Insel vor mir zu kommen. Und gleichzeitig, diese Normandie möchte ich hier wirklich wissen, die fährt hier sehr aggressiv nach vorne. Und jetzt, wenn ihr da schaut, oben entdeckt 1. 2200 dabei, aber das ganz Wichtige ist, es sind jetzt sogar entdeckt 2, also 2 Leute zielen jetzt, war jetzt kurz bei 4 sogar, also von dem her, aber das einzig Wichtige ist, die einzige, die mir gefährlich werden kann, ist momentan die Normandie, deswegen immer auf die Türme geschaut, und die schauen nach vorne, nicht zu mir. Sobald die drehen, hätte ich ein Problem. Jetzt bin ich allerdings hinter meiner Insel, war jetzt auch nicht mehr entdeckt. Also das ist so ein bisschen, ja, was, wie soll ich sagen? Wenn natürlich mit der Nürnberg heißt, immer wieder eine Insel suchen, wenn man kann. Und natürlich auch schauen, wer kann einen angreifen. In dem Fall war es jetzt tatsächlich nur die Normandie. Deswegen ganz egal, was jetzt die Anzeige gesagt hat, wie viele auf mich zielen. Wichtig war das eine Schiff, was wir tun kann. So, jetzt haben wir hier Colorado und jetzt sind wir auch wieder nicht entdeckt. Das ist natürlich super praktisch und super nett hier so jetzt über diese Insel. Perfekt hier auf diese Colorado zu gehen. Aoba und Hippa sind nicht in Reichweite. Gut, ja, der Rumpf. Wenn wir schon dabei sind, ab dem B-Rumpf und auch der C-Rumpf hat man dann 27.000 Leben, so wie wir das jetzt hier auch sehen. C-Rumpf im Unterschied zum B-Rumpf, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, ist eben ein Torpedowerfer weniger. Dafür nochmal ein bisschen Flakabwehr dazu. Kann man natürlich jetzt, wie es einen freut, machen. So, hier jetzt wieder entdeckt. Da ist natürlich immer die Frage von wem. Allerdings viel gibt es hier nicht. Muss fast die Colorado sein. Auch das ist vielleicht ganz interessant. Die Erkennbarkeitsmechanik ist tatsächlich immer, ich nehme jetzt mal kurz die Maus, nicht so einfach, weil an sich wird vom höchsten Punkt, wenn ich das richtig verstehe, wäre das bei der Nürnberg jetzt der hier, der höchste, wenn ich das richtig verstanden habe, der höchste gepanzerte Punkt ist dann die Stelle und von der wird dann geschaut, kann man eine Sichtlinie hermachen, deswegen nicht zwingend reicht eine Insel, wenn sie sehr flach ist, um die Sicht zu verstellen, um sich einen zu verstecken. Gut. Hier inzwischen, ja, vor uns, die Hippa ist inzwischen in der Mitte versunken, wie es zu erwarten war. Die Charles Martel steht jetzt da blöd herum, wie die Kuh vom Tor und schaut da rein. Macht dabei nicht viel. Weiß ich nicht, was die macht. Werden wir dann eh noch sehen, vielleicht verfolgen wir es noch. Schauen wir mal. Die Graf Spee auf jeden Fall kommt jetzt hier rein und wir sind nur noch Shinonome, Dallas und wir. Also sehr unterlegen hier und wir haben auch schon 4 Schiffe verloren. Die Gegner nur diesem Normand hier auf unserer Seite. Und hier kommt jetzt auf jeden Fall die Gatchamada, möchte jetzt hier rein. Währenddessen unsere Shinonome kämpft hier mutig mit der Aoba. Und der Gatchamada und der Hippa natürlich.
Allerdings wird jetzt die gleich in die Gatchamada reinlaufen. Oder in die Graf Spee, die hier kommt, nämlich. Müssen wir dann gleich schauen. Auf jeden Fall erwarte ich mir jetzt hier diese Gatchamada natürlich. Und da ist sie auch schon. Da hat man auch schon ihre Schüsse gesehen. Und dementsprechend wollte ich jetzt mich wieder hier nur um diese Insel rum verziehen. Und jetzt natürlich ist ein bisschen schwierig auf die 12 Kilometer. Ist ein bisschen weit natürlich. Aber jetzt geht es natürlich mal auf diese Gatchamada. Grundsätzlich vielleicht ein paar Fakten noch. Ja, was ich eben noch sagen wollte. Was gibt es noch? 150 mm. Wir haben schon gesehen, 3x3. Die Türme, die Haupttürme. Bei einer Nachladezeit von 6 Sekunden, was super ist, standardmäßig. Geht natürlich dann auch nochmal ein Stückchen runter mit den, wenn man die Leben verliert, mit dem Kapitänskill. Das schon, okay. So, Shinonome hat es erwischt und Aoba jetzt hier. Hat uns kurz entdeckt, aber ist hinterm Berg wieder. Und muss natürlich hier aufpassen. Habe jetzt auch AP reingeladen, weil hier kommt die Graf Spee. Haben wir vorher schon gesehen. Da kommt sie auch. Wollte jetzt noch probieren, ob ich über den Berg komme, aber dafür ist er leider zu hoch. Jetzt denke ich mir, okay, ihr seht schon, wie es nach hinten zuckt, sie wird langsamer. Das heißt, ich habe jetzt überlegt, ein bisschen geschaut und jetzt überlegt, okay, wann geht es sich aus? Jetzt geht es sich gerade aus und 6300 für 5 Treffer. Also, wenn man mit AP mal gut trifft und hier ist dann zum Beispiel schon wieder zu spät abgeprallt und ja, vom Winkel her nicht mehr gut. Dementsprechend auch jetzt wieder gewechselt auf HE. Die ist natürlich mit 6000, hat die nicht viel, aber ist natürlich hier gefährlich und bin natürlich hier entdeckt, auch von der Aoba natürlich. Und jetzt kommt hier natürlich eine ganze Menge rangeflogen, auch wenn ich inzwischen am Weg weg bin und hier auch tatsächlich die Graf Spee erwischt. Aber da ist natürlich jetzt die Aoba und hier jetzt natürlich das Feuer von der Hipper, von der Colorado und von der Aoba hier auf mich gezogen. Und dementsprechend geht es natürlich da ganz schnell runter. Da muss man natürlich gut aufpassen. Feuer auch jetzt hier nur noch mit den hinteren. Weil ich ihr nicht zu viel Angriffsfläche natürlich keinem von den Schiffen bieten will. Jetzt hier mal kurz den vorderen Turm noch dazu geholt. Allerdings, ja, auch jetzt wieder hinter der Insel nicht entdeckt. Das ist natürlich mein Ziel gewesen. Deswegen habe ich mich jetzt wieder vorbewegt. Bin jetzt auch wieder am langsamer werden. Also immer wieder und war jetzt wieder entdeckt. Und auch jetzt wieder, ihr seht es, ich bin entdeckt. Und wenn wir jetzt kurz schauen, ich lasse kurz mal nochmal weiterlaufen. Man sieht hier jetzt ganz schön und ganz klar und ganz deutlich, dass diese Schiffe können das nicht sein. Und trotzdem bin ich entdeckt, deswegen, es kann jetzt vor mir, kann es auch nicht sein, weil in dem Abstand, das sind 6 Kilometer, kein Zerstörer wäre unter 6 Kilometer nicht erkannt. Das heißt, wenn diese Fushun hier vor mir wäre, dann wäre sie hier aufgedeckt. Es muss also ab dem Kreis, sage ich mal, hier ist ein Zerstörer. Hier ist ein Zerstörer und wir kennen auch welchen, das muss die Gatchamada sein. Weil sonst ist kein Schiff hier, die Colorado ist es nicht. Die kann diesen Weg nicht gefahren sein. Hier sowieso nichts durch. Und es muss, die beiden sind hier, es muss die Gatchamada sein. Und sie muss hier irgendwo sein, dass sie Sichtlinie zu uns hat, was hier quasi dieser Bereich hier ist, was ungefähr jetzt dann ja der Weg ist. Das heißt, ich gehe davon aus, hier irgendwo wird diese Gatchamada sein. Wir wissen allerdings, dass sie nicht in unserem Cap ist, sonst wäre unser Cap schon noch angegriffen. Und wir wissen, es muss außerhalb unserer 6 Kilometer sein, sonst wäre sie ungefähr entdeckt. Gut, das nur so, fand das recht spannend hier, diese Situation, dass man sich sowas einfach ablesen kann aus dieser Situation und ich schaue jetzt auch, wo müsste der sein, versuche jetzt ein bisschen zu erkennen und jetzt seht ihr es vielleicht, unsere Basis wird erobert und damit wissen wir jetzt auch ganz genau, dass er dort, wo ich gesagt habe, ungefähr allerdings jetzt in unserer Basis in dem Bereich ist. Damit bin ich natürlich für mich natürlich eine ganz schlechte Nachricht, weil ich kann jetzt eigentlich nicht viel machen, weil ich kann nicht mehr aus der Basis rausfahren. Und ja, da kommen auch schon, genau, ich habe deswegen nämlich genau jetzt die Hydro natürlich auch angemacht, weil ich jetzt wusste, dass er sie enorm nah ist. Und ja, irgendwo da in der Basis war jetzt natürlich, waren das sehr verzweifelte Versuche, vielleicht auch so mit ein bisschen Gedanken natürlich Angst zu machen. Psychologische Kriegsspieler. Wenn man so will. So, die Hipper, da habe ich jetzt viel Glück, die Hipper schießt AP. Das ist trotz einer miesen Panzerung natürlich mein Glück, weil
Ihr seht, einerseits habe ich natürlich auch Glück, weil ich jetzt so stehe, wie ich stehe. Andererseits prallt auch immer wieder mal gut was ab. Also, derweil kann ich hier eigentlich ganz gut Schaden machen dafür, dass es hier in Stufe 8 gegen Stufe 6 Duell ist. Funktioniert das ganz gut immer wieder. Es ist nicht viel mit den zwei Türmen hinten, aber immerhin 1500, 1600 so in dem Dreh. Während auch jetzt hat man wieder gesehen, ist wieder ein bisschen natürlich hier 900 hier immer wieder oder 1800. Aber das meiste dafür geht tatsächlich an der Seite vorbei. Hat man jetzt auch wieder gesehen, in die Aufbaut natürlich. Und jetzt muss ich langsam weg. Allerdings ist unsere Basis auch nicht mehr erobert, deswegen kann ich jetzt auch wieder weg, mache ich jetzt auch, bin jetzt wieder am, ja, abhauen und lasst mich vielleicht nochmal ein paar weitere Sachen kurz erzählen, während ich jetzt hier versuche zu flüchten natürlich. Wir haben eine Reichweite, sehen wir schon, von 16,5 und das ist schon die zweite Variante, man fängt an mit 15, das ist tatsächlich recht gut mit der Nürnberg und auch sehr angenehm. So, habe jetzt hier eine wunderbare Position, mehr oder weniger, wo ich halbwegs mal, noch nicht ganz, man sieht es auch noch, da kommt noch ein bisschen was drüber, aber bin hier mal nicht unglücklich, so gut wie es halt geht, hier in diesem Loch. Und schaut euch das an, tatsächlich jetzt nicht mehr entdeckt, was natürlich interessant ist, weil jetzt ist die Frage, wo ist der Zerstörer hin? Und wenn wir jetzt kurz mal schauen, gibt es ein paar Möglichkeiten, dadurch, dass wir jetzt nicht mehr entfernt, nicht mehr entdeckt sind. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass sie jetzt hier wieder rausgefahren ist in dem Bereich. Also kann sie wohl, wird sie nicht in dem Bereich hier sein ungefähr. Das heißt, ja, sie muss damit wohl, sie war vorher im Cap, also wird sie wohl entweder hier irgendwo, hier kann sie nicht sein, irgendwo hier wird sie, sie muss eigentlich fast hier ums Eck sein. Das heißt, da, wo wir nicht hinschauen können, also irgendwo hier müsste sie jetzt sein, theoretisch. Was, glaube ich, auch gezeigt, was sich dann auch gleich, glaube ich, zeigen wird. Aber für mich ist das natürlich eine super Sache, weil ich jetzt da doch nicht mehr entdeckt bin und jetzt hier mit den Leben 3000 noch fröhlich vor mich hinfeuern kann, was eigentlich nicht sein sollte. Ja, 16,5, super Reichweite für die Stufe natürlich auch. Allerdings, was ich noch nicht gesagt habe, glaube ich, wir haben hier ein Kaliber von 150 mm. Das ist kleines Kaliber, relativ wenig. Und jetzt, ich pausiere jetzt kurz nochmal, ich weiß nicht, ob ihr es entdeckt habt. Das ist eine Hydro. Radar könnte es auch sein, aber es gibt jetzt hier keinen Radarkreuzer und kein Radar in der Nähe. Deswegen muss es eine Hydro sein und eine Hydro geht maximal 4 bis 5 Kilometer. Also jetzt ist in der Sekunde klar, rund um uns ist eine Hydro mit 4 bis 5 Kilometer. Und wenn wir auf der Karte schauen, die Hipper hier hat Hydro und diese Hipper hier hat Hydro. Und das war's. Und damit wissen wir, diese Hipper ist jetzt 4 bis 5 Kilometer rund um uns herum, was so ungefähr dieser Bereich ist. Also wir können jetzt sagen, das ist gerade aufgeploppt. Die Hipper ist jetzt hier. Das ist natürlich für mich ein Alarmzeichen, ein Riesenalarmzeichen, wird man auch sofort merken. So, und ein Motor wird sofort angeworfen natürlich. Meine Hydro ist leider nicht an. Allerdings macht das überhaupt nichts. Ich weiß, wie gesagt, wo hier ein Schiff ungefähr sein muss, also ich weiß, es ist jetzt hier um die Ecke eins und das hat nur einen Zweck. Das will hier rein, das will mich erwischen. Und schaut euch das an, da ist die Hipper, so wie ich es prophezeit habe. Und diese Torpedos, die sieht sie natürlich, war ja auch eine Hydro gerade, also sie sieht diese Torpedos, kann natürlich eigentlich nicht mehr viel machen. Allerdings ist es auch ein Duell 3000 Leben gegen 3600 Leben. Konnte ich in dem Fall nicht wissen, was mich jetzt hier erwartet. Und dementsprechend, ja, natürlich sofort dann trotz allem Feuerduell. Und das war's jetzt leider, gegenseitig sich zu Ende rausgenommen. Allerdings, die Torpedos wären sogar richtig gut gekommen, Glück gehabt. Und ja, so von dem her eigentlich ganz gut noch gelaufen dafür. So, meine Lieben, lasst mich noch ein bisschen was zur Nürnberger 10, bevor das Match jetzt aus ist. Ich weiß gar nicht, wann es aus ist, um ehrlich zu sein. Ich pausiere mal kurz und erzähle euch noch ganz schnell die Sachen, die ich loswerden will. Und zwar 150 mm, dementsprechend kleines Kaliber. Muss man ein bisschen aufpassen. Durchschlägt nicht alles, also muss man besonders mit AP muss man ein bisschen aufpassen. Dafür recht schnell, also das
der Spielstil ist eigentlich den Amerikanern sehr ähnlich. Hinter Inseln, hinter allem möglichen verstecken, was zu verstecken ist. Schauen, dass man möglichst nichts abkriegt natürlich. Das ist gerade bei der Nürnberg als sehr leicht gepanzerter Kreuzer sehr wichtig natürlich. Immer schauen, dass man irgendwo Deckung hat. Immer schauen, dass man von nicht zu viel auf einmal natürlich. Und ja, Erkennbarkeit habe ich jetzt, glaube ich, gar nicht erwähnt. Ist natürlich jetzt ein Problem, weil jetzt weiß ich sie auch nicht auswendig. Ihr habt sie vorher gesehen. Ich bitte euch jetzt auch zurückzuspulen auf dem Kreis in der Minimap zu schauen, was die Erkennbarkeit war. Ist aber, glaube ich, gar nicht so schlecht gewesen. Ich schätze mal, so um die 10 Kilometer wird es sein. Ungefähr. Gut, ja. Dann erzähle ich noch, bis aus ist. Wie gesagt, vorsichtig muss man natürlich mit ihr spielen, das ist klar. Allerdings kann man natürlich ganz gut schnelle Geschwindigkeit, wenn man noch dazu Feuer skillt, kann man ganz gut Feuer legen. Und so wie man es gesehen hat, am besten immer hinter einer Insel. Ja, leider eine Niederlage geworden, aber ich bin zufrieden eigentlich. Also ich glaube, ich habe mich gut geschlagen für das, was ich machen konnte, und vielleicht wäre sicher noch ein bisschen mehr gegangen, vor allem so im Anfangsteil des Gefechts. War jetzt nicht ganz ideal, aber in Summe ist ja okay, passt schon. Ja, was hatten wir? Wir hatten 270.000 Credits bei 1400 Erfahrung und heiße 75 freie Erfahrung. Ist jetzt natürlich nicht die Welt, aber gut, ja, was soll's, passt schon. Immerhin 73.000 Schaden, das ist ordentlich bei 174 Treffern. Immerhin 2 versenkte Schiffe und 8 Brände, auch nicht schlecht. Knapp meinen Wochenendwahnsinn, meinen zweiten, jetzt nicht erwischt. Gut, in der Teamübersicht ist das tatsächlich Platz 1, das ist schön, und das nicht zu vergessen, mit der Dallas gemeinsam müssen wir gleich loben, nämlich als Stufe 6 Match, Stufe 6 Schiffe in einem Stufe 8 Match, also da haben sich unsere Stufe 8 Schiffe nicht von ihrer allerbesten Seite gezeigt, muss man, kann man glaube ich so sagen. Auf jeden Fall, ja, wo kam der Schaden her, schauen wir uns das mal an, das interessiert mich nämlich tatsächlich auch sehr. Von der Hipper, ja, aber nicht von der Hipper. Wie viel Hipper gab es denn da? Ah, vertue ich mich mit der Aoba. Die Aoba war gar nicht so gefährlich mit 7000, es geht so. Wobei, zweitgefährlichstes Schiff. Am meisten war tatsächlich knapp mit 10.500 die Hipper. Eine Hipper, die Colorado mit 6.200 recht wenig und die andere Hipper auch nicht, also eigentlich, ja, so Hipper, Aoba, Colorado, alle drei zusammen. Gut, 27.000 Schaden bekommen, dagegen ganz gut die 73.000 ausgeteilt. Nämlich 10.000 ziemlich genau, fast eine schöne runde Zahl, 9.990 auf der Graf Spee. Die hat gar nichts abgegeben, die hat aber gut gefackelt. Naja, es geht gut gefackelt, ist was anderes. Aber heftig halt, 10 AP-Treffer für 6.300. Dann die gegnerische Hipper, ja, 3.640. ADC, ADC Rektor hat 3.000, knapp 3.000 ausgeteilt. Ja, schön. Dafür 3.600 eingeschneckt. Lustigerweise nur der brandte Unterschied, oder? Weil 3.062 zu 3.002... HE, also von dem her 7 Treffer gegen, sieht man schön, 4 Treffer haben da gereicht, also das ist halt die, und der Stufenunterschied, also da muss man schon, beziehungsweise Hipper muss, ja, hat auch eine längere Nachladezeit, aber trotzdem. Gut, andere Hipper, 19.200, die LG-19, hat dafür gut ausgeteilt, auch 10.000 zurück, 11.000 fast. Also das ist auf einem sehr ähnlichen Level gewesen. Bisschen die Nase vorn.
Die Normandie hat nochmal gute 15.000 bekommen mit 3 Bränden und 7.500. Die hat am Anfang ja so reingedrückt. Das war absolut übertrieben. Die Colorado, ja, auch das ein bisschen unfair quasi in unserer Richtung. 6.200, nämlich gegen 13.000. Also da haben wir ihr auch mehr gegeben als sie uns. Allerdings ist sie halt auch Schlachtschiff. Das darf man natürlich nicht vergessen. Also so gesehen sind ihre Treffer wahrscheinlich sogar mehr wert gewesen. Aber okay, ist in Ordnung. 6.200 mit der Aoba ausgetauscht. Ja, hat die Aoba tatsächlich gut gemacht. Und aber nochmal 4.200 auf der Kachamana. Das war auch nochmal wichtig und gut. Natürlich auf Zerstörern und auch die 1.600 auf der Fushun auf dem Level ist natürlich, ja, super. Wie gesagt, ich kann eigentlich sehr zufrieden sein. Bin ich auch mit der Runde. Hat tatsächlich recht gut funktioniert. Großteil 63.000 aus der Hauptartillerie. Hauptbatterie, also von dem her passt das schon. Potenzieller Schaden natürlich und Schaden durch Aufklärung sehr wenig. Nicht die Welt, ist aber bei dem Schiff auch irgendwie ein bisschen klar gewesen. So, macht am Ende immerhin 200.000 Gewinn. Und ja, sehr schön. Sehr schön, 1.400 Erfahrung, die ich nicht brauche, aber immerhin auch. Erich Krause ist jetzt kein wirklich wichtiger Kapitän, aber lernt auch nochmal ein bisschen was, wobei, ja, wirklich nicht viel. Gut, meine Lieben, das soll es gewesen sein, mal wieder ein Video zu Nürnberg. Hoffe, es waren ein paar interessante Situationen für euch dabei. Hoffe, das Video hat euch insgesamt gefallen, ihr hattet Spaß beim Zuschauen und würde mich natürlich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder reinschaut. Wie immer am Ende wünsche ich euch alles Liebe, alles Gute und sagt Tschüss.